Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Minecraft. Wir haben uns in der letzten Folge mal ein bisschen hier um die Felder gekümmert. Das muss man ja auch mal machen. Und jetzt machen wir mal so richtig im Bauernstyle weiter. Und kümmern uns nach den Feldern gleich mal um die Tiere. Um Gottes Willen. So. Ein bisschen Happa Happa. Das macht Schweinchen glücklich. Und wenn Schweinchen glücklich sind, dann machen sie ganz wilde Sachen miteinander. Und da entstehen dann kleine Minischweinchen. Ja, und da tönt gleich die Himmelsmelodie. Ah, unser Schweinchen mit dem Sattel ist noch da. Das müssen wir auch unbedingt mal reiten. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Alter Schwede, was geht denn hier ab? Oh, was geht denn hier ab? Schweine, bleibt ruhig. Es tut euch doch keiner was. So, hier, jeder kriegt was. Okay. Oh, um Gottes Willen. So, und jetzt das gleiche mit Schafen und Kühen. Kommet her, ihr Schafe und ihr Kühe. So, rennen wir gerade mal durch, wie verrückt. Mal gucken, wenn es da noch nachläuft. So. Ah, okay. Dann du. Nee, du nicht. Du aber. Und du aber. Und du aber. Und du aber. Hier oben jemand. Oh, Gottes Willen. Ein Back. Ein Backschwein. Kein Backstein, sondern ein Backschwein. Verstehst du? Ja. Okay, dann halt nicht. Jeder hat schon, oder wie? Nee, du hast noch nicht. Sehr gut, dann bleibt das Schwein da oben nicht allein. Für das Schaf brauchen wir noch einen Abnehmer, sozusagen. Findet sich nur keiner. Wie verfressen die sind? Bei denen kommen nicht mehr Herzchen, aber die wollen trotzdem fressen. Einfach damit sie gefressen haben. Alter, wie viel hier los ist. Ach so, es soll übrigens, das habe ich gelesen, bald ein Update geben. Von Minecraft. In welchem Schafe dann auch Fleisch droppen lassen sollen. Das habe ich mir schon immer gedacht. Warum Schweine um Gottes Willen eigentlich kein Fleisch droppen lassen? Weil man gibt ja Lammfleisch und sowas. Gibt's ja alles. Und ja, das kommt also dann demnächst. In einem Update. Und in dem Update soll es dann auch Häschen geben. Und darauf freue ich mich natürlich schon krass, denn wir wissen ja noch, wie viel Freude wir mit den Häschen bei der More Creatures hatten. Und ich hoffe einfach mal, dass die Häschen dann auch so cool sind wie bei der More Creatures Mod. Das wäre sehr cool. Also da freue ich mich schon drauf, auf Hasen hier bei Minecraft. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach mal die nächste Zeit, da werden wir mal aus der Not eine Tugend machen. Also dadurch, dass die ganzen Mods nicht funktionieren, da werden wir es halt einfach mal genießen und spielen mal ohne Mods eine Zeit lang. Einfach mal das klassische Minecraft. Ich glaube, es ist auch mal eine schöne Idee. Ganz ungemottet. Einfach mal das gute alte Minecraft, ne? So, und wir haben es auch schon geschafft. Komm, dich scheren wir gerade nochmal. Ich schere mich einen Dreck. Ach, warte mal. Komm mal mit. Nee. Wenn du hier draußen schon rumstehst. Schubidubidu. Nee. Boah, können wir es eigentlich auch in Nether locken? Komm, wir versuchen es mal. Das müsste ja eigentlich gehen. Das arme Schaf. Ich versuch's mal. Ich versuch's dann auch wieder zurückzulocken. Keine Angst. Ja, das klappt ja wunderbar. Wo ist das Schaf jetzt hin? Alter, wie schnell bist denn du? Usain Bolt Schaf, komm zurück! Hallo, ich habe hier Weizen, das macht dich glücklich. Es hat dich zumindest glücklich zu machen. Weizen, oh mein Gott, ich will das in Weizen haben. Das Weizen, komm mit rein. Okay, es ist ausgebuffter, als ich dachte. So, jetzt dürfte es ja nicht mehr rauskommen, ne? Dann machen wir gerade mal Folgendes. Wir müssen dahinter noch irgendwie was frei bekommen. Hinterm Nether-Portal, damit wir da durchgehen können. So. Was gerade gelaggt hat. Okay. Ja, geh rein. Es ist weg. Ist es weg? Es ist weg. Ich muss gerade... Sorry, ich weiß, es verzögert sich schon wieder alles, aber ich muss jetzt einfach gucken, ob das Schaf jetzt im Nether ist. Oh Gott, es hängt. Es hängt alles. Okay. Krieg dich ein.
Alter, was für Frame Drops. Boah. Hallo Schaf. Okay, das werden wir irgendwann mal wiederholen. Okay, es ist wieder zurück. Super. Ich möchte es jetzt nicht hier in der Hölle lassen. Am Ende verbrennt es noch oder wird vom Gast abgeschossen oder sonst was. Das arme Schaf, ey. Nein! Oh je. Das Blöde ist, wie kriegen wir es jetzt da raus? Eigentlich nur so, ne? Komm mit. Und dann kann es sein. Oh, natürlich. Sekunde, wir räumen hier unten noch schnell auf. Aber das wollte ich gerade mal testen. Man kann also Schafe in den Nether befördern. Sehr lustig. So, jetzt kannst du mitkommen. Oder willst du lieber noch meinen Nether? Nee, willst nicht. Komm, dann lassen wir es auch frei. Ich habe gerade überlegt, ob wir uns ein Hausschaf halten sollen. Nee, hier, du kriegst was zu essen. Das Schaf ist glücklich. Oi. Und wir legen mal die Sachen ab und dann gehen wir endlich auf die Reise. Meine Fresse, ey. Ja, ich weiß, ihr könnt mich schon wieder hassen. Das verstehe ich gut. Ich meine, es ist ja auch einfach nur verständlich. Wo mache ich eigentlich Wolle rein? Ich habe kein eigenes, keine eigene Kiste für Wolle, ne? Sowas habe ich gar nicht. Warum habe ich denn keine Kiste für Wolle? Ich sollte mir das vielleicht mal zulegen, wenn ich so viel Schafe habe. Zäune, Türen, etc. Glas. Nähte. Dann machen wir hier mal die Wolle rein, würde ich sagen. Dann machen wir das Schild mal ab, ne? So. Und schreiben dahin. Nähte. Und Wolle. So. Passt doch. So, ist jetzt hier schon was durch? Nein, das ist alles noch da. In Ordnung. Die Steine, die kommen hier rein. Und dann wollte ich mir noch Brot craften. Ein Brot craften. So. Naja, ist jetzt ein bisschen mehr geworden als ein Brot, aber Brot kann man ja nicht genug haben. So, und den Rest legen wir hier gerade mal wieder rein. Suppiduppi, das passt doch sehr gut. Dann haben wir einmal Brot. Und was hatten wir hier noch? Hier hatten wir ein Steak. Eisen, noch Steaks und noch Steaks. So, dann das Eisen hier rein. Die Hälfte der Steaks hier hin. Kann man nur 8... Ach, das ist Schweinefleisch. Ah, ist okay. Okay, machen wir mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Das ist mein... Stimmt, Karotten sind Essen. Karotten sind Essen und kommen deshalb hier drüben hin. Warum gibt es eigentlich goldene Äpfel? Sind die irgendwie besonders? Die sind bestimmt besonders, aber ich weiß jetzt nur nicht wie. So, und das kommt hier rein, weil es ja Monstersachen sind. So, und jetzt gehen wir los, nachdem wir geschlafen haben. Yum, yum, yum. So ein tragbares Bett ist echt praktisch. Man kann sich einfach überall aufs Ohr hauen. So. Morgen, morgen, morgen. Und wir gehen mal los. In Richtung da hinten. Da hinten halt, ne? Ich wollte auch noch ein bisschen was bauen an der Abonnentenstadt. Da hatte ich auch nochmal... Ja, was heißt, da hatte ich eine Idee? Nee, die Stadt ist ja noch nicht fertig. Wir bräuchten ja hier noch ein bisschen Sachen. Das Haus von Titanius ist immer noch nicht fertig. Der wird sich langsam schon... Falls er das Let's Play überhaupt noch anschaut. Wird der sich ja langsam schon ungedulden, denke ich mal. Also da müssen wir natürlich noch was tun. Dann die Abonnentenhäuser sind, soweit ich weiß, eigentlich fertig. Wobei noch... Ich glaube, es wollten noch Leute ein Abonnentenhaus. Die Elisa wollte noch eins von eGamery oder von eGamery. Keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, wie das ausgesprochen wird. Ob das überhaupt so wichtig ist, wie es ausgesprochen wird. Hauptsache, es wird ausgesprochen wahrscheinlich. Hauptsache Werbung. Geldgeile YouTuberin, ey. Furchtbar, dieses Mädchen. Nee, Spaß. Am Ende schaut sie noch zu und hasst mich jetzt. Also richtig hassen tut sie mich jetzt. Will mich gerade so richtig umbringen. Nee, Spaß. Schöne Grüße an der Stelle wieder mal. Hat man ja schon mal, glaube ich. Naja. Und dann, glaube ich, noch ein Zuschauer, der allerdings nicht selbst Let's Plays macht. Ich müsste jetzt auf den Zettel gucken. Ich glaube, Nico hieß er. Naja, die zwei auf jeden Fall wollten noch ein Häuschen. Da müssen wir natürlich schauen, wie wir das so alles hinkriegen mit den Häusern. Aber warum nicht? Ich meine, wir haben ja noch Platz. Dann bauen wir für jeden ein Haus. Für den Terrolpi muss ich natürlich auch noch was bauen. Das kann ich hier ganz öffentlich sagen, denn der schaut das Let's Play, glaube ich, eh nie. Von daher kann ich das ja mal einfach so sagen.
Weil das wahrscheinlich eh nicht mitkriegt. Wahrscheinlich schaut er genau die Folge. Weißt du, 108 Folgen Release, der hat keine geguckt. Aber diese, die er nicht gucken darf. Genau die sieht er. Also Therapie, wenn du das siehst, hast gut gemacht, ja. Hast du echt super gemacht. Ist mal wieder typisch. Dich ist einfach kein Verlass. So, ich stopfe mal gerade ein paar Steaks in die Kiemen. Wenn wir sie schon haben. 38 Brote haben wir dabei. Das ist ja auch gar nicht zum Glück übertrieben. So, und wir jumpen mal. Ich glaube, wir müssen an diesem See rechts vorbei. Das war irgendwie ein bisschen schwieriger, dorthin zu kommen. Aber wir schaffen das schon. Nee, ich glaube, wir sind ziemlich richtig, denn da bauen sich Berge auf. Und Berge sind ganz gut. Denn zu Bergen wollen wir auch hin. Weiß jetzt nicht mehr genau zu welchen Bergen. Wahrscheinlich zu Fußball mit Pfannenbergen. Oh, 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 oh. Mann, war das schlecht. Die Witze werden auch immer schlechter. So. Gehen wir gerade einfach mal ein bisschen geradeaus. Wir werden schon irgendwann dorthin kommen, wo wir hin wollten. Sage ich jetzt einfach mal, bestimme ich jetzt einfach mal, es wird schon passen. So, hier gibt es eine Wüste. Ja, ich glaube, wir sind schon da. Warum flimmert es da hinten so komisch? Sehr urig. Genau, hier sind zwei Fackeln, die habe ich damals aufgestellt als Wegkennung praktisch, weil ich das hier so episch fand, wie das hier aussieht. Und ich finde es auch jetzt noch episch. Und wir versuchen da mal hochzukommen. Nächstes Lied. Nee, nächstes Lied. Nein, kein Walking Dead, sonst krieg ich wieder... Oh mein Gott. Wird wieder alles gesperrt. Mein ganzer YouTube-Kanal wird dann gesperrt, weil ich eine Musik drin hatte, die kein Mensch jemals hören darf. Sie ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht benutzt werden. Für keine Zwecke dieser Welt, auch wenn du mit deinen Folgen kein Geld verdienst. Das ist egal. Du darfst sie einfach nicht zeigen, denn es könnte ja sein, dass jemand diese Musik noch nicht kennt. Und da darf er sie durch dich nicht kennenlernen, weil es wäre ja Werbung für Walking Dead. Und das darfst du nicht machen, weil du bist nicht unser Werbebeauftragter. Also warum machst du dann Werbung für Walking Dead? Das ist unlogisches Verhalten. Und unlogisches Verhalten wird nicht toleriert. Nicht in diesem Land. Nicht auf dieser Welt. Nein, einfach nicht. So. Hätten wir das auch geklärt, das war mir sehr wichtig. Und hier oben irgendwas draufbauen und dann da unten dieses epische Geschitte. Das wäre schon richtig ein Traum. Ein Traum einfach. Komm, ihr wollt's doch auch. Ich weiß es. Ich weiß es doch schon, was ihr euch gerade gedacht habt. Und ich habe mir das Gleiche gedacht. Also ziehen wir es durch. Ja. Oh. So. Okay. Gehen wir mal eine Runde baden, das kann man ja auch mal machen. Stinkt ja sonst irgendwann. Okay. Okay. Also das hier ist auf jeden Fall eine richtig coole Location. Da müssen wir irgendwas drauf bauen. Mir egal was. Da ist auch eure Kreativität gerne wieder mal gefragt. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann immer her damit. Und zwar auch gerne in der nächsten Folge von Minecraft. Ein Lavabecken, juhu. Also dann, bis gleich.